Deutschland, Frankreich, der erste EM-Härtetest. Jogi Löw verzichtet beim ersten Spiel des Jahres auf Experimente. Der Bundestrainer setzt konsequent auf seine bewährten Kräfte. Und das, obwohl der Verletzungsteufel zugeschlagen hat. Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski, Mario Götze, Per Mertesacker und Philipp Lahm fehlen gegen Frankreich. Trotzdem hat Löw beim Prolog ins EM-Jahr keinen Platz für Neulinge. Es gab keine Veranlassung, irgendwelche großen Veränderungen vorzunehmen, sagte Löw bei der Bekanntgabe des Kaders selbstbewusst. Überraschend hat die Nominierung des Stuttgarters Kakao, trotz schlechter Form. Er habe sich laut Löw eine zweite Chance verdient. Offen ist, ob Tim Wiese in seiner Bremer Heimat im Tor steht oder Manuel Neuer. Der Münchner Schlussmann werde aber auf jeden Fall als Nummer 1 ins EM-Turnier gehen, bekräftigt der Bundestrainer. Nach dem blamablen Abschneiden bei der WM 2010 hat sich Frankreich in der Qualifikation für die EM12 in Polen und der Ukraine gefangen und souverän den ersten Platz belegt. Laurent Blanc hat das Team zwar nicht komplett umgekrempelt, aber seine Handschrift ist deutlich erkennbar. Frankreichs Trainer muss im Spiel gegen Deutschland auf Benzema, Gourcuff und Remy verzichten. Einer, der sich besonders auf die Partie in Bremen freut, ist natürlich Franck Ribéry. Vor allem in der Form vom Wochenende. Die Schalke-Abwehr beim 2:0 regelrecht im Alleingang auseinandergenommen. Der 28-Jährige wird für ordentlich Alarm im deutschen Strafraum sorgen. Frankreich hat eine positive Bilanz gegen die deutsche Nationalmannschaft. 10 Siegen und 5 Unentschieden stehen 8 Niederlagen gegenüber. Das soll sich nun ändern, denn im Testspiel gegen Frankreich sollen Jogis Jungs weiter an ihrer Titelreife feilen. Mario Gomez und Co. werden erstmals das neue grüne Auswärtstrikot tragen. Der Grund für das Grün-Comeback ist denkbar einfach. Der EM-Titel 72 wurde im grünen Leibchen eingefahren. Die Quoten für das Testspiel gegen Frankreich. Heimsieg Deutschland 1,7. Ein Unentschieden zahlt 1 zu 3,4 und ein Auswärtssieg haben wir mit 4,5 notiert.